Grüß euch zum neuen Video. Heute geht es um den aktuellen Laubsauger, Elektro-Laubsauger von Ferrex aka Aldi mit einem großartigen Update. Werdet ihr gleich sehen, wenn euch das interessiert, dann solltet ihr jetzt nicht abschalten. Ja, auch Aldi hat seine Geräte in diesem Jahr etwas abgedatet und die kommen jetzt in aktueller Version wieder in die Filialen. Das Gerät stand jetzt Ende August schon in den Filialen. In vielen Filialen steht es jetzt vielleicht sogar noch rum. Ich habe es jetzt auch erst vor kurzem mir zugelegt für einen Freund und der hat gesagt, guck dir den im Vorab nochmal an. Das werden wir jetzt mal machen. Kosten tut das Gerät etwa 40 Euro. Leider kann ich euch den nicht verlinken, da Aldi keinen Online-Shop hat, wo das möglich wäre, dass die das ganze Jahr verfügbar sind. Ihr müsst also wirklich mal in eine Filiale gehen. Ich habe den in einer Aldi Nord Filiale gekauft. Ob es den auch bei Aldi Süd gibt, weiß ich gar nicht. Könnt ihr ja mal fragen gehen oder einfach mal die Augen offen halten. In der Regel stehen diese Geräte wesentlich länger da. Bei uns in den Filialen war das letztes Jahr auch so. Die haben bis Frühjahr dann tatsächlich da auch rumgestanden, weil die palettenweise dann auch bekommen haben. Was neu ist, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt 3,3 kW an Leistung hier abrufen. Hier vorne steht es drauf, 3300 Watt. Das geht schon wirklich an die Belastungsgrenze von Steckdosen, die mit 3,5 kW meistens maximal beschaltet werden können. Und da müsst ihr wirklich dann aufpassen, dass ihr ein vernünftiges Kabel habt. Ein Verlängerungskabel müsst ihr ja anschließen. Ihr könnt das Gerät natürlich auch direkt an eine Steckdose bringen. Dann habt ihr aber nur 20 cm Radius, den ihr bewältigen könnt. Aber in aller Regel packen wir da natürlich eine Verlängerungsschnur dran. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung neben dem Datenblatt von dem Gerät und ein paar Alternativen auch ein paar Videos zu Laubbläsern und natürlich auch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel auch Signalkabel, was ihr draußen verwenden könnt, was auch diese Lasten aushält. Denn viele günstige Kabelverlängerungen oder auch Kabeltrommeln halten diese Lasten einfach nicht aus. Die werden dann heiß, schmelzen vielleicht sogar und dann gibt es vielleicht sogar einen Kurzschluss und die Sicherung fliegt raus und dann war es das mit eurem Kabel. Also kauft euch da auf jeden Fall auch was Vernünftiges mit dazu. Wenn ihr den schon recht günstig bekommt, dann sollten auf jeden Fall 20, 30 Euro für ein vernünftiges Kabel da kein Problem sein, je nachdem, was ihr dann natürlich für eine Länge braucht. Achtet auch darauf, dass ihr das vielleicht in Signalfarbe nehmt, nicht unbedingt in Schwarz. Dann sieht man das besser, gerade wenn ihr im Laub arbeitet. Dann kann das natürlich etwas hilfreich sein. Wickelt Kabeltrommeln immer ab, gerade wenn solche Leistungen hier abgerufen werden, denn ansonsten werden auch die heiß, selbst wenn die vernünftig sind, immer komplett abwickeln und dann habt ihr damit auf jeden Fall kein Problem. Wenn ihr ältere Leitungsschutzschalter habt, wenn ihr einen Altbau habt irgendwie, dann kann das problematisch werden, da kann die Sicherung dann vielleicht rausfliegen, müsst ihr dann ausprobieren, im Zweifel bringt ihr das Gerät dann eben in die Filialen zurück oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, notfalls verschenkt ihr das. 8.000 bis 14.000 Umdrehungen pro Minute leistet der Motor. Die Luftgeschwindigkeit ist dann bis 270 km/h. Das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Der Fangsack, der hier mit dabei ist, hat ein Volumen von 40 Liter, hat auch einen Reißverschluss unten dran, sodass wir das dann prima am Kompost dann ausleeren können oder in der Biotonne. Schultergurt ist mit dabei, ein Zusatzhandgriff und wir haben hier vorne sogar Führungsräder. Das habe ich ja bei manchen neueren Modellen jetzt bereits bemängelt, dass da keine Führungsräder mehr bei sind, aber dieses Gerät hat das. Häckseln tut das Gerät auch, also ihr könnt einmal Laub pusten damit oder blasen, kann man auch sagen. Und ihr könnt das Gerät auch so betreiben, dass ihr Laub aufsaugt. Und dann wird das hier über so ein kleines Luftrad dann geschreddert und das im Verhältnis von 10 zu 1. Ihr solltet allerdings keine Eicheln oder sowas damit aufsaugen, denn die können das Rad beschädigen. Wir werden uns gleich angucken, ob das Rad aus Metall ist oder aus Plastik. Aber generell, wenn ihr da kleine Steinchen mit einsaugt oder so, das kann natürlich dann immer zu Beschädigung führen. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig. Ich packe ihn mal aus und dann gucken wir ihn uns etwas genauer an. Ja, so sieht es dann ausgepackt aus. Ihr müsst das Gerät dann natürlich noch zusammenbauen und ihr könnt euch auf jeden Fall dann abschminken, das dann jedes Mal wieder auseinanderzubauen und im Karton zu verstauen. Ihr solltet dann einen Platz finden irgendwo, wo ihr das Gerät aufhängen könnt. Ich gucke mal eben, ob hier irgendwo eine Möglichkeit ist, das Ganze zu befestigen. Ja, theoretisch könnte sich das hier dran befestigen. Da wird normalerweise der Haltegurt oder der Schultergurt dann dran gebracht. Aber ich denke mal, da findet sich irgendwo eine Möglichkeit, das Ganze aufzuhängen. Hier hat man ein bisschen geschludert. Hier ist irgendwie Kleister drauf. Okay, das ist natürlich nicht so schön.
Schaut mal bei euren Geräten, ob das da auch so ist. Aber es ist ein Gartengerät, das wird sowieso dreckig. Also das ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Schauen wir gleich mal rein. Das Lüfterrad ist aus Plastik gehalten. Und da ist das natürlich so, gerade weil das sehr, sehr hochtourig fährt. Wenn da irgendwie eine harte Geschichte draufstößt, dann bricht euch da vielleicht ein Rad weg. Und dann könnt ihr das Gerät vergessen. Also passt auf, dass ihr wirklich nur Laub damit saugt. Wir haben hier den Umschalter für Blasfunktion und für Einsaugfunktion. Das probieren wir dann natürlich auch gleich nochmal aus. Hier hinten haben wir eine Kabelzugentlastung, die solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Ein, naja, knapp 30 cm würde ich sagen, Kabel ist gleich mit dran. Und dann könnt ihr das hier dann ankoppeln an eure Verlängerungsschnur. Und die Kabelzugentlastung sorgt dann dafür, dass das an Ort und Stelle bleibt und nicht, wenn ihr dann euch ein paar Meter bewegt habt, dass dann das Kabel rausrutscht. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Der Auslöser ist hier oben drauf. Der ist auch bequem zu erreichen. Das Ganze ist nicht gummiert, sondern ist komplett aus Plastik gehalten. Hier haben wir nochmal eine Motordrehzahl, Beschleunigung oder Verringerung. Hier können wir dann unsere Motordrehzahl so ein bisschen anpassen, dass wir hier die Saugleistung dann natürlich auch ein bisschen beeinflussen. Der zweite Handgriff, der hier einzeln mit dabei liegt, der muss hier oben drauf noch montiert werden. Und ihr könnt den dann in verschiedenen ergonomischen Stufen dann für euch passend verstellen. Eine Bedienungsanleitung ist natürlich auch dabei, die ist in Farbe und ist auf Deutsch logischerweise. 3 Jahre Garantie habt ihr auf das Gerät, deswegen passt auf jeden Fall auf, dass ihr den Kassenbon aufhebt. Das Saugrohr oder Blasrohr ist hier dreiteilig vorhanden, das müsst ihr dann natürlich noch zusammensetzen. Das finde ich wieder ganz gut, dass das hier unten wie so ein Trichter auseinander geht. Dann können wir nämlich dann besser einsaugen, dann wird auch von den Seiten so ein bisschen mehr eingenommen. Bei manchen Laubsaugern ist da einfach nur eine Endung von dem Rohr, also Rohrdurchmesser. Und das ist natürlich dann etwas schwieriger, da Laub einzusammeln. Ein paar Schrauben sind mit dabei, die Rollen sind mit dabei, der Fangsack ist mit dabei. Ich baue es jetzt mal zusammen, was ich euch noch sagen kann. Schaut mal hier. Nicht für Sonntagnachmittag geeignet auf jeden Fall. Müsst ihr dann in der Woche machen, wenn ihr damit dann arbeiten wollt. Ich möchte jetzt nicht die Diskussion wieder losbringen. Bringen Laubbläser, Laubsauger überhaupt irgendetwas? Oder sollte man das mit der Hake machen? Oder verschreckt das vielleicht Igel? Oder ist das generell irgendwie tierfeindlich? Und. Möchte ich damit gar nicht auslösen. Wenn ihr das nicht häckseln wollt, müsst ihr das mit dem Gerät nicht machen. Dann pustet das einfach auf dem Haufen. Dann haben die Igel auch was davon. Lasst das über den Winter liegen und räumt das dann von mir aus erst im Frühjahr weg. Aber grundsätzlich ist so ein Gerät auf jeden Fall schon mal eine Arbeitserleichterung. Und denkt auch mal ein bisschen an etwas ältere Leute vielleicht, die Mühe damit haben, vielleicht irgendwelches Laub zusammenzuklauben. Da ist das dann wirklich eine Arbeitserleichterung. Ich baue den jetzt zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so sieht das Gerät dann fertig montiert aus. Das ist wirklich in einer Minute zu bewerkstelligen. Ihr steckt das einfach zusammen. Was ich ganz toll finde bei dem Gerät, dass man einen Umschalter hat und nicht das Gerät jedes Mal umrüsten muss. Ich habe auch welche gehabt hier an Laubbläsern und Laubsaugern, die man dann jedes Mal umbauen musste. Das war natürlich mit viel Mühe verbunden. Ich verlinke euch Videos unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann bei Interesse dann auch nochmal anschauen. Und hier ist das beides in eins geregelt. Hier brauche ich nur diesen Schalter umlegen und schon kann ich entweder pusten oder saugen. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich gehe mal raus und dann saugen wir mal etwas Laub ein. So, ich habe jetzt hier ein bisschen trockenes Laub ausgebreitet. Wir will mal gucken, ob ich euch das jetzt hier zeigen kann, was hier die Blasfunktion vermittelt. Ich habe jetzt mal auf 1 gestellt. Ich werde das jetzt hier mal aufsetzen und mal gucken, was passiert. Das funktioniert schon mal ganz gut. Jetzt nehmen wir mal die größte Funktion oder ich drehe mal auf. Und ihr seht, alles ist sauber gepustet, also die Windgeschwindigkeit, die das Gerät hier produziert, ist auf jeden Fall sehr, sehr gewaltig. Was mir jetzt gleich aufgefallen ist, wenn das so montiert ist, dann könnt ihr mit dem Rad nicht gut arbeiten, außer ihr seid recht klein. Wenn ihr ein bisschen größer seid, so wie ich, über 1,90, dann könnt ihr das so nicht bewegen, denn dann habt ihr in der Regel einen größeren Winkel und dann hört ihr, dann schrammt das hier vorne schon an diesem Rüssel entlang. Jetzt probieren wir mal die Saugfunktion aus.
So, das hat ja schon ganz gut geklappt. Jetzt probieren wir mal aus oder gucken uns mal an, wie das hier aussieht, das Gehäckselte. Und dann werde ich das gleich hier mal auf dem Rasen verteilen. Und dann probieren wir das nochmal aufzusaugen. Ist also recht fein. Mal gucken. So, verteilen wir es nochmal ein bisschen. Grundsätzlich war das jetzt schon mal eine grundsolide Leistung, was das Gerät hier gebracht hat. Die Saugleistung nicht zu verachten. Ihr habt gesehen, sogar aus dem Rasen bekomme ich trockenes Laub hinaus. Was natürlich nicht funktioniert, wenn das Laub wirklich feucht ist und irgendwie verklebt ist und sowas, dann könnt ihr das auf jeden Fall vergessen. Sowohl das Blasen als auch das Saugen, das funktioniert dann nicht. Dann gibt es nur irgendwie ein Knäuel, was dann sich davor setzt und mehr funktioniert dann auf jeden Fall nicht. Das ist bei allen anderen Laubbläsern in der Regel ganz genauso. Also wenn ihr noch Laub habt und das nass ist, dann müsst ihr einfach einen trockenen Tag abwarten und dann funktioniert das auch. Irgendwann kommen sicherlich ein paar sonnige Tage und dann könnt ihr das Laub auf einen Haufen pusten oder eben dann, so wie ich das eben gezeigt habe, auch mal vom Rasen wegsaugen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr über dieses Gerät hier denkt. Das, was mich gestört hat, ist jetzt wirklich, dass diese Rollen da unten nicht lang genug sind. Das kann auch nicht irgendwie verändert werden. Das bleibt an dieser Position. Grundsätzlich wird euch ja als Heimwerker sicherlich auch was einfallen, um das dann zu ändern. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr über das Gerät denkt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es euch auf eine Idee gebracht hat oder ein paar Fragen beantwortet hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.